Erstmal auf der Straße rumstehen, ist immer ganz lustig. Alter. Wie, go, go, go. Lennox. Lennox macht wieder Quark. Wie, Cam weiter runter? Nix, ich bleib hier in meiner Ecke sitzen. Ich sitze hier in meiner Ecke immer. Lass mich. Ich finde, ich sitze ja ganz gut in meiner Ecke. Aua, meine Nase tut weh. Nein, ich will nicht in die Ecke. Ich mag nicht in meiner Ecke da rumhängen. So ziemlich tief und fest. So. Jetzt bin ich drin. Wollen wir mal schauen, ja? Ob wir hier irgendetwas machen können. So. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich muss ja mal schauen. Ich habe lange nicht gespielt, von daher kein Plan. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Und wenn nicht, ja, dann habe ich ein Problem. So. Warte mal, wir wollen jetzt erstmal gucken. Am besten ist eigentlich immer beim Autohändler oder so. Deines Vertrauens. Hier ist doch irgendwo eine Werkstatt gewesen. Wo ist denn die? Ich habe kein Auto, das heißt, ich muss zu Fuß durch die Gegend latschen. Es gibt immer zwei Ecken. Einmal gibt es dort diese Ecke und dann gibt es einmal das, wo das, wo die Werkstatt ist. Hier war irgendwo eine Werkstatt in der Nähe. Irgendwo ist hier eine Werkstatt in der Nähe. Und da wollte ich hin. Bloß, wo ist die? So eine Seitenstraße ist das. Da ist, glaube ich, eine, oder? Ist das eine Werkstatt? Müsste, ne? Drive Invader. Ist das eine Werkstatt? Hol dir ein Fahrrad, brauchst nicht laufen, du bist lustig. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt ein Fahrrad haben oder nicht. Hier schleicht einer rum. Hey, nimm mich mit. Toll, ich hänge hier rum. Und hier ist kein Auto unterwegs. Toll. Jetzt dreht er auch noch um, der Doofkopf. Hallo, komm mal her hier. Oh, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Ja, yeah, nice. Hallo? Ups. Hi, kannst du mir helfen? Ups. Es geht wieder gar nichts. Guten Tag. Hallo? Ja, hallo. Kannst du mir helfen? Ja, kann ich. Sehr gut. Was ist aber? ein paar Sachen. Also ich bin nicht mobil oder so. Ich bin hier gerade, sagen wir mal, nach über einem Jahr wiedergekommen. Und ich versuche hier gerade rauszufinden, zum Beispiel meine PIN-Nummer von der Bank. Irgendwo muss man das hier machen können, aber ich weiß nicht wo. Aber dass man die wiederkriegt, weißt du das? Ja, das weiß ich. Müssen wir zur nächsten Bank. Die dürfte aber hier die Straße vor sein. Ja, irgendwo Also hier war eine Bank, genau. Hier war ich nämlich irgendwie schon mal am Suchen. die ist da vorne. Soll ich dich damit nehmen oder? Oh, das wäre super, weil ja, ich suche mir nämlich im Moment hier erstmal einen Wolf. Ich habe bestimmt noch das eine oder andere Auto, was ich nicht brauche. Ah, ich bin übrigens Olga, ne? Okay, ich bin Mike. Super, dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Ja, wie gesagt, dort vorne wäre eine Bank. Ich schaue gerade mal gleich noch. Ich habe noch haufenweise Fahrzeuge, die ich nicht brauche. Oh, wow, bist du Großunternehmer? Nee, bin ich nicht.
Fuhrpark steht da natürlich. Ah, dann holen wir den. Dann würde ich dich jetzt erstmal schnell zur Bank fahren und ich bring dir da kurz was vorbei. Oh, du bist ja ein richtig Lieber, danke. Wo ist denn hier in der Stadt so ein bisschen was los? Toll, wie steige ich jetzt ins Auto ein? Fahrzeug ein, aussteigen, F. So. Wo trifft man denn hier in der Stadt normalerweise so die ganzen Leute immer? Würfelpark. Wir sind jetzt gerade an der Bank total vorbeigefahren. Ja, genau, da war ich gestern auch. Würfelpark. Moment. Ja. Mal kurz gucken, wie das ging. Ja. Na gut. Mit der redest, die hat daher, die legt dir so einen Zettel hin mit vier Kreuzen. Kreuz mal das erste an. Dann dürfte die dir eine neue PIN geben. Okay, warte, ich muss das mal testen jetzt. Moment. Was muss ich? Du hast so vier Auswahlmöglichkeiten. Das erste ankreuzen, da dürfte die dir so ein neues Kärtchen geben mit einer neuen PIN. Was? Die Spielmechanik darfst du sagen, aber welche Taste muss ich jetzt drücken? Das habe ich ihm jetzt nicht gefragt. Ich weiß nur nicht, welche Taste ich drücken muss. Warte. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken. AW, bist du der Statistik, der da vor mir steht? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das Konto öffnen muss. Wie, jetzt hast du noch kein Konto oder wie? Doch, doch, aber ja, ich war über ein Jahr nicht da. Ich glaube, das war irgendwas mit der Manteltasche, kann das sein? Oder Jackentasche? Manchmal nicht. Statistik, hilf mir! Wie öffne ich mein Frag Konto? nicht ewig. Muss ich auf das, wie heißt das, auf das Hey, was Tablet soll das gehen? mit mir quatscht? Ich gehe mal kurz bitte rüber. Probier's da noch mal ein bisschen. So, warte mal. Und dann Tablet oder was muss ich nehmen? Ja, E für sprechen ist alles gut. Das habe ich umgelegt auf meine Dingenstaste. Ja, Moment. Ach ja, hier, EC-Karte, ne? Ich brauche meine EC-Karte, stimmt. So, benutzen, ne? Was es ist? Irgendwie geht's nicht. Ach Mann, das geht nicht. Wieso will er das nicht? Dann nimmt er meine EC-Karte hier nicht an. Sauerei. Ah, okay. Hey. Warte, warte, warte. Schließen. Der steht auch im Kreis. Wieso geht denn das, wenn der da ist und ich nicht? Wenn du noch mal kurz rausgehen und noch mal reingehen, dann Ja, ich bis glaube, ich gehe dann. noch mal raus. So. Ich hole aber mal ganz kurz was. Ich hole mal ganz kurz was. Okay, ich probiere erst mal. Jetzt geht es. Sehr gut. So, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich will ja kein neues Konto machen. Ich brauche ja nur die PIN noch. Ich gehe von aus, sowas hier. Ah, 86. Ich hab sie, ich hab sie. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, ihr habt vieles geändert, ne?
Ich habe hier eine Liste gemacht, damit ich sehe ungefähr, was ich für Tasten drücken muss, ey. Alter. Aber mal gut, dass du da bist. Da muss ich da nicht blöd fragen. Aber mit wem spiele ich hier? Bist du das oder was? Ein Haus kaufen, Lennox, dafür muss ich erstmal Geld verdienen. Ich muss den netten Herrn erstmal fragen, was ich an Geld, ne? So, und wenn ich jetzt Inventar und Karte mache, ach nee, Geld kann ich nur am EC-Automaten abholen, ne? Okay, du bist gerade nicht im Game, okay. Da habe ich ja das mindestens geregelt, ey. Ich habe nämlich nichts mehr. Ja, im ATM, genau. Ja, das wusste ich noch. Das hatte ich noch mitgekriegt. Deswegen wusste ich, ich kann hier mit der EC-Karte kann ich dann Geld holen, benutzen. So, jetzt. Acht. Und eingeben. Bestätigen. Auszahlung. Betrag eingeben, reichen 1000. So. Finde ich aber nett, dass ich mein Geld noch habe. So. Karte auswerfen. Das habt ihr schön gemacht mit dem Bankautomaten. Da bin ich zufrieden. So. Und jetzt müsste ich sehen, wie viel Geld ich noch habe. Wie sehe ich das? Im Inventar oder wo? Wo kann ich sehen, wie viel Geld ich habe? Ah, hier Bargeld, 1249. Okay, das sehe ich. Das ist gut. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, was ich hier treiben muss. Sehe ich nicht hübsch aus? Sag mal, könnt ihr euch nicht mal bessere Frisuren holen? Alter, ey, die Haare sind furchtbar. Das wäre lieb, Statastik. Das hilft. Du kannst ja Gott sei Dank hier das sehen. Ja, ich weiß, ich habe mir die Frisuren angeguckt. Horror. Hey, cool. Hier laufen welche. Ach, das ist er wieder. Der ist aber nett, ne? Woher kommt der denn da? Woher hat er die Autos? Ich habe übrigens keinen Führerschein. Hat's geklappt? Ja, hat super geklappt. Also ich habe es jetzt endlich rausgefunden. Die Karte hat dann doch endlich funktioniert. Die will nicht mit jedem reden, das ist irgendwie ganz komisch. Ja, manchmal sind diese Geräte ein bisschen eigenständig und so, ne? Das ist eine Frau. Nein, nein, ich bin keine Frau. Natürlich bin ich eine Frau. Was denn sonst? Nein, ich meine, die Dame, die da drin steht. Ach so, ja. Aber dann der Geldautomat hinten dran noch und so, weißt du? Das war dann alles so. Aber sie da drin, die ist da sowieso ein bisschen eingebildet. Die will ja nicht so, ne? Wie man selbst will. Die denkt immer, sie weiß alles besser. Eine Frage. Ich müsste ja hier eigentlich auch noch sowas wie einen Führerschein machen und so. Ja, ein Autoline. Das Ja, ich bin immer ganz, ganz ehrlich, mindestens nicht, dass du Ärger bekommst hier. Ich kann zwar fahren, aber das heißt nicht, dass ich, ne? heißt nicht können. Nee, fahren heißt nicht dürfen. So. Genau. Weiß die Statistik, alles gut. Deswegen habe ich ja den netten Herrn jetzt auch gefragt und nicht dich. Will niemand dran. Also, das wird ja, also die Fahrschule wird jetzt vom Live Invader mitgeführt, also mitgeschoben. Also am besten an die wenden, aber da geht gerade keiner rein. Okay, ich kenne hier ja noch gar niemanden, deswegen, es sieht ein bisschen, Hast du denn die ganzen Rufnummern hier von nein, ich habe gar nichts. Ich besitze überhaupt nichts. Mein,
Ja, mein Telefon ist irgendwann verloren gegangen und dementsprechend habe ich jetzt auch gar keine Nummern mehr und gar nichts. Also ich weiß nicht mal mehr, ne, ob eine ein bekannter von mir noch ist und so. Von daher. Wieder zurückfahren. Wie? Weißt du nicht mehr, in welcher Tasche dein Telefon ist? Gesagt, ich muss gucken, wie viel einstecken ich habe, ob das reicht. Ich weiß nicht, wie da ein Telefon ist. Ah, okay. Weil dort vorne ist nämlich ein Telefonladen. Ah, okay. Nee, ein Telefon habe ich, ist alles cool. Also das ist mittlerweile alles da. Ich habe auch ein Tablet und so. Das ist alles korrekt hier. Weil Nee. da könnte ich ja nämlich die ganzen Rufnummern geben, weil die habe ich nämlich alle. Oh, du bist ja ein richtig guter, ey. Ja, dann legen wir mal los. Fangen wir mal mit den wichtigsten Leuten an. Das LSMD, also Medical Department oder ganz einfach Krankenhaus. Die 912. Wenn du Ja. das einspeichern möchtest. Dann haben wir das PD, also Police Department. Hier sind die 911. Okay. Privatnummern von den nicht. Ja, das reicht, wenn ich die allgemeinen Nummern habe da. Dann das Office of, ja, ich sage einfach OED, das ist die 969. Also falls mal ein Fahrzeug umgemeldet werden muss oder so, oder du irgendwelche Informationen zu Häusern brauchst, die können im Zweifel immer weiterhelfen. Okay, welche Nummer war das nochmal? 969. 969. Okay. Dann das Live Invader oder Drive Invader, halt die Fahrschule von denen, ist die 1010, also 10 und nochmal die 10. Okay. Dann haben wir noch die Justiz, das ist die 913. Ne, warte, ne, nee, jetzt muss ich was Falsches erzählen. Wo ist sie? Ja, 910 ist das. Okay. Das ist dann, was ist das, so ein Rechtsanwalt oder ist das Staatsanwalt oder was? Das ist die Staatsanwaltschaft. Ah, okay. Kann man immer mal gebrauchen. Ich hoffe weniger. Den möchte man auch nicht so gerne über die Füße rennen. Richtig. Am besten bloß drüber stolpern. Das Ja, tut weh. haben wir eigentlich schon alles. Das haben wir, das haben wir. Ach ja, und falls du mal eine Panne hast, der ACSA, die 920. Jawohl, super, dann habe ich das mindestens schon mal. Wie sieht's aus mit Jobs hier in der Stadt? Also, du könntest dich natürlich in solchen staatlichen Angelegenheiten einfinden, also PD oder sowas. Oder auf deiner Karte sind auch einige verzeichnet. Okay, wonach muss ich da genau suchen dann? Dort in der Legende sind die als Geldscheine betitelt. Also dort sind solche Geldscheine. Ah, okay. Und das sind dann Jobs, die man dann machen kann, so wie Elektriker oder irgendwie sowas. Genau, ja. Oben im Norden von Weinwood, also eher gesagt Weinwood Mitte, ist ein Elektrikerjob und das Wasserwerk. Also fährst du sozusagen durch den kompletten Staat und reparierst irgendwelche Sachen. Das ist aber relativ einfach. Die haben immer dort so eine kleine Bedienungsanleitung mit dabei. Ja, das habe ich früher mal gemacht. Das war ganz witzig irgendwie. Da hat man mindestens mal schnelles Geld gehabt. Das ist richtig. Dann haben wir unten im Textilbezirk über dem PD ist Busfahren, also Busfahrer. Kann man auch gutes Geld verdienen. Naja, da fehlt dann wieder der Führerschein. Weißt du, was der Führerschein kostet? Ist schon lange. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie viel er kostet, aber kannst du sofort sagen. Führerschein Klasse A und B, also Motorrad und Auto, kostet 3.500 Dollar. Wow, Und da Führerschein Klasse muss ich ja erstmal irgendwas tun, dass ich das kriege.
Führerscheinklasse C, also LKW und sowas, das sind dann 5.250 $. Echt? Willst du Busfahrer werden, Lennox? Und dann Taxischein brauchst du, denke ich mal, nicht. Dann 1.500 $ und Ne, bislang noch nicht. Also Taxi wäre, obwohl, wäre bestimmt auch ein cooler Job oder ein bisschen lustiger Job. ja, gibt es auch tatsächlich. Es gibt ein Taxiunternehmen, aber der Herr, den Herr habe ich lange nicht mehr gesehen. Entschuldigung, all gut bei euch? Ja, aber Ja. uns ist alles super. Moin, moin. Habt ihr eine Panne? Nö. Nö. Hast du einen Job? Ich dachte, habt unvermittelt ein Auto gehabt. Nö. Okay, so, Alku, kann ich helfen? Habt du. Du bist doch vom Life Invader, oder? Ja, leg dich, leg dich. Wegen der Fahrschule? Ja, ich bin Fahrlehrerling. Ja, super. Ja, ich kann Mathe. Wer Solche braucht. Dinge. Du bist der Fahrlehrer? Ich kann die nicht hören. Nur ein bisschen nahe komme. Du bist der Fahrlehrer hier, oder? Ja, ich bin Fahrlehrerin. Oh, sorry, das habe ich jetzt im Auto so schlecht gesehen. Kein Problem, kein Problem. Kann ich dir den auch notfalls kurz auslegen? Das ist kein Problem. Ja, ich brauche erstmal einen Job. Ich glaube, ja, bevor ich mir einen Autoführerschein zulege, hole ich mir erstmal einen Job. Dann habe ich das erstmal auf dem Wege, ne? Ich könnte dir das Geld auslegen, das ist kein Problem. Aber du kannst dir gute Sobmacke mit Auto, mit Busfahle und also Sacke. Du kannst damit Geld verdienen. Ja, okay, wäre eine Idee, ne? Ja, das ist gut, ja? Wenn ihr das macht. Ja, ich kann mit dir Macke. Wir können fast du eine Macke und geht ganz schnell, dauert nicht so lange. Ich flag die ein bisschen war unterwegs und dann wir fahren eine Runde und du ich muss sehen, dass du ein bisschen Auto fahren kannst, ein bisschen Schilder gucke, Ampel gucke und all die ganze Kacke. Dann wäre ich mindestens beweglich. Ja, das hätte was. Ja. Wir können unterwegs irgendwo anhalten, bisschen essen. Magst du gerne Fick essen? Ja, ich esse gerne Fisch. Wir kennen ein gutes Geschäft, wo wir gut essen, Fickblöße. Du kannst auch Fickstippe essen, egal. Hier gibt es viele gute Sachen. Wir können Luige machen, Luige Fahrstunde machen. Wir machen Billy Billy Blei. Heute, ich habe ein bisschen vergessen, wie teuer, aber wir machen gute Blei. Machst einen guten Preis, das ist in Ja, Ordnung, ne? so deine Haare gefallen mir sehr schön, ja. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ihr beide kommt rüber zu Leife weiter. Ich warte auf euch, ja? Also ich habe einen Führerschein. Ja, Die braucht den bloß. dann Ich brauche nur einen. bring die rüber, ja? Ich warte bei Leife weiter. Ja. Ja, okay, super. Bis Und nicht gleich. selber fahren, ne? Vorsichtig fahren, ja? Ja, er fährt. Ich sitze daneben. Ich sitze brav daneben. Ich bin ganz lieb. Immer wichtig drauf achten, ne? Ja, natürlich, Okay, natürlich. bis gleich. Ich freue mich, bis gleich. Bis gleich. Zum Glück hatte ich den bei denen keine Fahrschule. Ja, der ist ein bisschen spaßig. Wird bestimmt eine lustige Fahrstunde. Auf jeden Fall. Aber warte mal, bevor ich es vergesse, gibst du mir deine Nummer? Weil ich muss dir ja das Geld dann auch wiedergeben, ne? Jetzt muss ich erst mal selbst gucken, wo man die sieht. Ja. Dein Name war noch mal, warte, dein Name war. Okay. Mike Turner. Du sagst, wenn du soweit bist. Ja, ich bin soweit, okay. 555 931 9477. Ja, super, dann habe ich die nämlich schon mal. Dann ja, müssen wir mal gucken. Den handeln wir noch ein bisschen runter, oder? Komm schon, das machen wir jetzt. Die handeln wir ein bisschen runter. Ich muss bloß sagen, ich habe euch damals einen extrem guten Rabatt gewährt. Ich bin leider von einer staatlichen Werkstatt hier. Ah, okay. Ich habe denen damals ihre Fahrzeuge lackiert. Alle. Und das war keine schlechte Summe.
Ja, das hat sich dann gelohnt, ne? Hast du noch einen Führerschein rausgehauen, wa? Wir hatten tatsächlich in der Zeit, hatten wir 4 Führerscheine für meine Mitarbeiter. Alle Klassen, außer einen Helikopterschein. Den gab es leider damals noch nicht. Der ist auch zu teuer. Der kostet 31.000. Ja gut, Ja, das ist schon etwas her mit dem Helikopterführerschein, ja, würde ich sagen. Da gab es damals, glaube ich, noch eine Fahrschullehrerin sogar, ne? ja, das kann sein. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir da einmal kurz rüber dann. Ach, ist das cool. Ich habe jemand, der mich fährt. Wisst ihr, wie ätzend das ist, diese ganzen Strecken zu laufen, zu Fuß? Dann lebst du ja schon sehr lange hier in der Stadt, oder? Ja, seit ungefähr Anfang des Jahres. Ah, okay, seit Anfang des Jahres. Ja, ich war im letzten Jahr schon da, aber ich habe dann ein bisschen eine Weltreise gemacht. Das klingt auch nicht schlecht. Bin, um genau zu sein, am 2.2. hier eingereist. Am 2.2. Das kennst du gut, das Datum. Wo geht's lang jetzt? Ich habe zwar gesagt, dass ich am Anfang nur irgendwas Ziviles machen wollte und stand am ersten Tag schon in der Werkstatt. Ja, aber die Werkstatt ist immer das Beste eigentlich hier. Da so waren die nettesten Menschen damals schon da. Da war immer am meisten los, ne? Mal gucken, wer war das jetzt? Ruf die einfach an. In der Hoffnung, dass sie die Leitstelle haben. Guten Tag, Herr Hicks. Wir hatten gerade mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen von der Fahrschule. Und er hat zu uns gesagt, dass wir zur Fahrschule kommen sollen. Wir stehen hier, aber der Kollege ist nicht hier. Ich kann mir aber die Na Yum Yum oder Ling Ling, irgendjemand von beiden war das. Ich hab mich Ja, okay. umlegen. Achso, in Ordnung. In Ordnung. Dann bis später. Tschüss. Das klang jetzt schon fast wie eine Kaugummi-Marke. Was, Yum Yum und Ling Ling? Ja, pass auf, es kommt. Hallo. Alku? Ja, alles klar. Wir haben gerade schon nach dir gesucht. Herzlich willkommen bei Life Invader, ja? Bist du ein bisschen nervös? Ja, ein bisschen, ja. Ich bin heute erst wieder nach einer langen Weltreise gekommen und dementsprechend ist es mal spannend und interessant, neue Leute hier auch zu sehen. Okay. Du brauchst keine Angst haben, ja? Wir machen richtig so eine Fahrt durch die so eine Stadt und wir gucken ein bisschen, machen eine Highway-Fahrt und ich flag die ein bisschen war und ja, wir machen das, ja? Ja, klar, gerne. Okay, so, dann komm mal mit, ja? Und du hübscher Mann, du warte hier, ja? Ach, den können wir doch auch mitnehmen, oder? Das lenkt mich ab, ja? Ich kann auch kurz in die Werkstatt gehen, das ist kein Problem. Kannst ja dann einfach anrufen. Kann gleich mit Ja, mir. genau, ich rufe dich dann an, wenn ich fertig bin. Wie bitte? Okay, du kannst gleich mit mir in Werkstatt gehen, ja? Oioioioi. Hast dein Auto, ja? Sonst mach ich mich auch verrückt. Ja, Männer machen einen immer verrückt, ne? Nein. Dann nie mehr normal. Ganz schlimm sind die. Oh, Entschuldigung. Guck, so kommen die Autos hier. Schöne Blau, ja? Das ist eine schöne Farbe. Blau mag ich sehr gern. Ja, gefällt dir, ja? Ja, ist ein schickes Auto. Mal als Auspuffer, Schleife. Funktioniert auch, ja? Ich mag mal an, ja? Und dann, ich sage dir, wir fahren wo lang, ja? Okay.
du Gefahr in dein Leben? Ja, ist aber schon ein bisschen her, muss ich sagen. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich Auto gefahren bin. Okay. Hauptsache du fahr auch nie kaputt, ja? Nein, ich versuche alles heile zu lassen. Okay. Dann komm. Du Ich sag, ah nee, ich muss erstmal Motor anmachen. Scheiße. spielst die Oh, das ist echt Zwillingsschwester. Jetzt scheiße. sag nicht, dass das Moses ist, oder was? Jum Jum und ich sind. Ihr Ja, ich klingt sag, wie eine ja, ich sag, komm einfach Kaugummi-Marke. mal, ja? Okay. Komm, meine Hübsche, komm, schnell. Gut. So, ich mag, guck mal, in dieser Navigation vorne, ich mag so mal eine Markierung, ja? Ja. Dann wir fahren dahin. Okay. Ich muss jetzt erst mal gucken. Du gucke auf Navi, du sehe, wo wir fahren müssen. Ja, sehe ich. Okay, das sehe ich jetzt. Dann ganz entspannt, hast du genug getrunken? Ja, getrunken habe ich genug, gegessen habe ich auch genug, ist alles cool. Ja, aber kein Durchfall, gar nicht, all gut. Du bist heute schon Ich wach. bin nur nervös, weil ich Prüfungsangst habe immer. Ah, ich auch. Wenn ich ein bisschen nervös bin, ich muss manchmal pupse. Oh, aber wir können ja Fenster öffnen, kein Ding. Ja, okay, ich hoffe, die stört nicht, ja? Nein, nein, ich werde das überleben. Dann gut. Weil ich habe heute meine Schwester, ich habe eine Zwillingsschwester, ja? Ling Ling. Oh, Okay. Wasser, du schon ganz wild, ha? Ja, nee, ich muss erst mal gucken. Wo was ist hier? Blinker habe ich auch schon entdeckt. Sowas habt ihr auch hier. Okay. Ja. Wir haben Blinker in dieses Auto eingebaut, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin Mach ganz entspannt. Wenn du sagst, du bist Wie fährt gefahren, man mit sag ganz Tastatur, entspannt. Leute? Ja, dauert einen Moment. Moment. Ja, gut, du kannst Ich muss lenken. ja jetzt noch den Spiegel einstellen, weißt du ja, und ne, die ganzen Sachen. Anschnalle nicht vergesse, ja? Genau, anschnallen nicht vergessen. Vorwärts fahren nur W oder was bei euch? Oder muss ich da noch irgendwas drücken? Weil da heute eben nur der Motor. Ja, ist der, okay. Nee, der fährt nicht los. Wieso fährt der nicht los? Warte mal. Ah, jetzt geht's. Okay. Alter, wo muss man hin? Da, Tut okay. mir leid, ja? Ja, alles gut. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich muss mal schauen. Schau mal. Da, jetzt will sie geradeaus. Mal links, rechts gucken. Da kommt keiner. Let's go. Boah. Alles gut? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Das ist für mich ja auch relativ neu. Alles gut, du musst nicht nervös sein. Einfach ein bisschen locker Macke und fahle. Diese Ampel, du kannst fahle. Fahr ruhig, dann ist schlimm, du kannst weiterfahle. Also bei der nicht anhalten jetzt doch, ja. Nee, fahre weiter. Bei Stops hier, wir halten bei Stops hier, okay? Ah, okay. Halt. Ah, fast getroffen, aber ich lasse gelte, ja? Ach so, ich dachte, wir sind erstmal im Üben. Gut, das war ein schneller Stopp. Halt, stopp. So. Ah, ich kann mit Dingens nicht fahren. So. Ihr habt ja echt schon lange Rotphasen hier, ne? Du kannst nur fahren. Wir halten nur bei Stoppschildern. Nur bei Stoppschilder halte. Richtig. Ah, gut. Richtig. Gut, ja. Oh, guck mal, stopp. Ah, gut. Ah. Ich merke, du hast langsam, du bekommst Spaß, hä? Moment, Gut. ich Ah, da war kann. wieder ein kurzer Stopp.
Ja, dauert ein bisschen, bis ich mich wieder eingewöhnt habe. Moment, hier war das mit dieser Ecke so komisch. Genau, hier muss ich lang. So. Mich darf man nicht fahren lassen. Ich kann nicht Auto fahren, weil Lennox immer fährt. Muss ich gucken, wo eure Stoppschilder hier sind. Gut. Ja, gut genommen. Ich alleine fahre, kann ich besser fahren. Ich habe. Gut. Wie schnell wir fahren dürfen? Nicht ganz. Wenn ich sage, du bist so schnell, ich pass auf, ja? Ups. Bisschen. Ja, das wäre cool, wenn du mir sagst, 110 oder was ist das, oder 120? Kann noch ein bisschen Fahle, noch 40 mehr kann du Fahle locker. Aber du musst ein bisschen aufpassen bei Kurve, ja? Wir haben hier ein bisschen gefährliche Kurve. Und Ja. ja, ich mag nicht so schnell Kurve fahren, weil sonst kommt mein Fick wieder hoch, ja? Ja, doch, der Fisch, der kann ganz böse Vorahnungen rausgeben, ne? Meine Schwester immer Simpfe mit mir, wenn ich immer zu viel Fick esse. Ah, ich kann nicht per Tastatur fahren, das ist echt übelst. So. Aber das habe ich ihr gerade nicht gesagt. Das Ja, mache ich jetzt mal. normalerweise fahre ich ein bisschen ruhiger, aber. Kann ruhiger Falle, wenn Kurve da ein bisschen aufpasse. Wir wollen ja deinen Fisch auch nicht wieder rausholen. Bin zwar ein bisschen nervös, ja, aber egal, alles gut, ja. Ah, der macht das gut. Aufpasse bei Kurve, ja. Ja, ich fahre nicht so schnell, dann geht's erstmal. Dann hat man dann ein bisschen mehr Übung. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr lange nicht gefahren. Okay. Ich da nicht sehe, du fahr gut. Jetzt kommt eine gefährliche Kurve, du musst aufpassen, ja? Ja, werde ich tun, auf jeden Fall. Entschuldigung. Kein Problem. Ich ein bisschen Angst habe bei der Kurve. Ist, da haben wir doch gemeistert. Super! Super. Auto ist noch heile, alles korrekt. Alles gut. Oh, ich glaube, wir müssen gleich mal anhalten bei Tankstelle, ja? Aber fahr weiter, nie jetzt anhalten. Wo ist denn die Tankstelle? Sönsbur halte. Manchmal, wir haben hier ganz viele bekloppte Leute, Fahle. Die fahren wie verrückt. Und Ja, das sind die armen Irren dann, ne? Wo man dann immer Angst hat. Willst du da links rein? na, na, geradeaus. Okay. Da kommt gleich eine Tankstelle. Da kann ich schnell mal um Ecke und du lauf du? Nein, ich rauche nicht. Alles gut. Ich habe eine Fickplatte, du kannst ein bisschen Fick essen, wenn du magst. Ah, nee, ich glaube, da bin ich zu nervös zu. Ah, okay, kein Problem. Ah, da muss ich noch. Okay. Ah, die Tankstelle ist direkt hier an der Straße dann, oder wo? Ja, komm jetzt. Oh. Ja, komm, ein paar Meter noch.
Ich sehe keine Tankstelle. Wo ist die Tankstelle? Ich sehe sie noch nicht. Hast du li linke Seite oder rechte Seite? Linke Seite, linke Seite. Okay, hier Linklaufhalle. Ja, gut, gut. Ah, du machst gut, ja. So, du kannst hier ein bisschen weiter. Bisschen weiter und stopp. So, ich geh mal schnell. Du kannst mal ein bisschen Profil gucken, bisschen gucken, ob die Lichter alle funktionieren, ja? Ja, das kann ich machen, auf jeden Fall. Ich warte. Ja. Ich habe die Tastenbelegung jetzt auf die Maus gemacht und das ist blöd. Ich kann dann, wenn ich mit der Maus lenke, dann geht das alles, aber nicht, wenn ich mit dem Controller fahre. Mit dem kann ich besser Auto fahren. Aber dann kann ich immer nicht reden, das ist total doof. Alles klar, QB. Oh, die Arme, da grummelt es aber ganz schön. Geht's dir wieder besser? All gut, jetzt all gut. Musste. Luft lau, all gut. Ja, das ist gut. Jetzt hoffe ich mal, dass da drin, ja, ne, keiner reingeht, oder? Da bist bestimmt keiner reingeht. Würde böse enden, glaube ich. Nicht gut, ja? Naja, macht ja nichts. Aber weißt du, manchmal ist das mal das. Und der Fisch haut dann mal kräftig durch. Schwester mag oft lecker Fick für uns. Mag immer lecker, aber wir schaffen immer alles. Und dann wir essen, wir legen beiseite die Fick. Und manchmal so, wenn wir Montag macht sie gerne Esse, ja? Oder Sonntag. Heute und Freitag, wir essen dann diese Läste. Ah, okay. Na, dann ist natürlich klar, dass das dann ab und zu mal ganz schön durchknallt, ne? Ah, manchmal liegt die Aasblende. Naja, aber weißt du, dafür weißt du, dein Körper lebt noch, alles funktioniert. Ja, gut funktioniert. Okay. Ich mag guck mal, wir fahren einmal hier auf Parkplatz auf, ja? Eine Parkplatz markiert. Dann wir können üben, rückwärts einparken. Ja, das könnten wir nochmal, glaube ich, auch hier üben, oder? Ja, wir fahren aber noch ein bisschen mehr Gefühl für Auto bekommen und dann wir fahren mit dem rückwärts einparken da. Das ist eine schöne Parkplatz. Ja, okay, dann machen wir das. Okay. Ah, ja, Normalität, Motor, ja. Ah, Motor funktioniert. Motor funktioniert, ja. Und du habe eine Freund hier? Nein, ich bin ja erst ganz neu wieder. Ne? Nach einem Jahr hat es mich dann wieder hierher gezerschlagen und dann. Ich war auf langer Reise. Moment. Ah, hier kann man links abbiegen, okay. Wie war dein Name? Ich heiße Olga Trollinger. Olga Trollinger. Du bist eine sehr nette Frau, ja? Ja, ich kann auch frech sein, aber meistens bin ich lieb. Außer man ärgert den Troll in mir. Kann frech sein? Ja, klar, muss man. Bei den ganzen Männern muss man sich ja durchbeißen, ne? Ja, beiße. Das ist da, du habe richtig auf den Punkt gebracht. Richtig beiße. Ja, beißen ist manchmal auch ganz lustig. Ja,
ein bisschen Klatze. Ah, jetzt muss ich gucken. Meine Schwester und ich, wir hatten früher mal einen Freund gehabt, ja? Okay. Wir hatten eine gleiche Freund. Wir teilen alle, ja? Okay, seid ihr Zwillinge? Wir sind Zwillinge, ja. Die auch genauso aussehen wie ich. Ist das nicht manchmal schwer dann? Nein, nein, nicht schwer. Sie ist Lingling, ich bin Jumjum. Ja, ja, aber zu teilen ist manchmal auch nicht schlecht, ne? Wir teilen immer alle. Wir auch gleichzeitig rauskommen. Wie eine Minute später, andere oder Flur. Gleichzeitig, ja. Gleichzeitig? Wie habt ihr das gemacht? Teamwork. Okay. Hat die Mutter ein Scheunentor gehabt? Ja. Die hat eine richtige Turnhalle. Boah, eine ganze Turnhalle. Ja, nice. Aber heute, unsere Mama ist unsere Papa. Und unsere Papa ist unsere Mama. Oh, haben die Geschlechtertausch gemacht? Ach, ja. Wir haben auch eine Bruder. Der Bruder Tao. Seid ihr eine Großfamilie? Große Familie, wir kommen aus Thailand. Wir haben viel auf dem Leisfeld gearbeitet. Aha, okay. Und jetzt machst du nur staatliche Sachen hier, also in Fahrschule und... Wir haben schon sehr viel gemacht. Wir waren auch schon gefährlich. Echt? Ihr wart gefährlich? Ja. Oh, was habt ihr gemacht? Erzähl. Der Freund war Seth von einer Gang. Wow. War schon gefährlich. War der richtig kriminell damals? Weil, ist egal, andere Geschichte, aber wir haben andere viele Sachen erlebt. Wir haben sogar gearbeitet bei ACSA. Okay. Wir waren Security. Wir haben aufgepackt auf Arbeiter dort. Aber dann war eine neue Chef da, das war eine komische Sausack. Er hat uns direkt gefeuert. Er hat uns noch nie mal gesehen. Hat einfach rausgeschmissen. Echt? Einfach rausgeschmissen? Ja, das ist doch Quark. Das macht man nicht, ne? Nee, da machen wir nie. Da machen wir gar nie, ja? Ich war richtig sauer, ja? Und dann, wir haben noch eine hübsche Männer kennengelernt. Mo. Sein Name Mo. Hast du schon mal gehört, Mo? Nee, Mo habe ich noch nicht gehört, nein. Ich bin jetzt heute erst wieder eingereist. Ein wunderschöner schwarzer Mann. Vielleicht kann ich euch beide mal vorstellen. Ja, ich habe sowieso schon überlegt, was soll ich hier machen? Was kann ich hier an Jobs machen? Hilfe. Du kannst überall arbeiten, du kannst bei der Polizei arbeiten. Polizei, da habe ich schlechte Erinnerungen. Du kannst bei Krankenhaus arbeiten. Ja, da bei den Medics war ich auch schon mal. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht. Was würdest du denn empfehlen sagen wir mal, von der Freundlichkeit her der Leute? Scheiße, das ist schwierig. Alle freundlich, ja. Guck mal, wir haben gearbeitet als Fotomodel, meine Schwester und ich. Wir haben sogar so gut gearbeitet, dass in der Moa. Der hat uns gesehen, ein Auto. Ein Wohnmobil. Mo und Freunde vor ihr haben uns gesenkt, ein Wohnmobil. Der Mann, jeder. Ein ganzes Wohnmobil, wow. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Da war liegt die gut. So. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen schief eingepackt. Ein bisschen. Wir haben noch ein paar Luke, du kannst ein bisschen üben. Du kannst mal vorwärts einpacken, üben. Ah, schön, vorsichtig. Ja. Gut, langsam, ja, guck mal, du hast vorne ein bisschen Platz, ja?
Noch ein bisschen so, bisschen, ja, super. Jetzt, wir fahren andere Parklücke rückwärts, aber nicht die hinter uns, ja? Ach, schade, die hinter uns wäre jetzt perfekt. Nein, aber perfekt wäre sie, oder? Komm, hättest du als Frau auch gesagt. Perfekt wäre, ja. Hinten nur immer gleich, nicht gut. Wir machen andere. Okay? Ja, okay. Du habe freie Wahl, ja? Heute nicht so viele Auto hier parke. Ja, nur ein bisschen gerade Stelle. Das ist echt kompliziert hier, ich sehe gar nichts. Gut. Okay, wir fahren auf hinter uns diese Parkleihe und wir machen noch einmal vorwärts und noch einmal rückwärts, ja? Okay, machen wir. Ich mag das, damit du ein bisschen mache lockerer, bisschen Nervosität, bisschen laus. Wenn du willst, du kannst du einmal pupsen, kein Problem, ich halte. Nee, aber nervös bin ich schon, da gebe ich recht. Nein, alles gut, mir geht's echt gut sonst. Du machst das sehr gut. Man, es nimmt ein bisschen die Angst, das ist ganz praktisch. Keine Angst habe. Ich habe heute schon gut gegessen. Ich war kacke. Alles gut. Magst du Tittefick? What? Esse? Was ist das? Ja, Tittefick esse. Du kenne? Fickblödsinn, Fickstäbchen. Viele Leute. Ach so, ja, Fischstäbchen, ja, das kenne ich, ja, ja. Viele mögen diese Tittefick esse. Wir machen echt? Lecker Zubeleite, ja. Wir machen diese Saugklappe immer ab. Vorher schneide ab. Ja, lecker Tittefisch. Ach, Tintenfisch. Herrlich. So sauer. Wie meine Schwester und ich, süß sauer. Und dann, du kannst so viele Variationen nehmen. Das ist unglaublich. Ich kann auch fange Fick mit meinem Mund. Hast du das mit dem Mund schon mal gemacht? Ich mag immer mit Mund, mein Lieber. Ha? Der ist geil, der Typ. Ich mag den. Du hast noch nie gemacht? Also mit dem Mund einen Tintenfisch gefangen habe ich noch nicht. Nein, aber gegessen. Lecker. Und du musst leg dich zubeißen. Wenn du diese Tittenfick einmal im Mund hast, du musst feste zubeißen. Ja, aber richtig, ne? Richtig fest. Aber der ist doch wabbelig, oder? Oder ist der fest dann? Ich lauf immer bis Bauchnabellein, ja? Okay. Und dann, ich buck mich nach vorne und ich warte. Ich warte lange. Du musst Geduld haben. Und manchmal, du siehst schon so... Ich lieb den Wasser jetzt schon. Ist, weil wenn du ein bisschen bewege Wasser, all diese Scheiße vom Boden kommen hoch. Du siehst keine Fick. Du musst warten, Geduld, bis Wasser klar. Und wenn Fick komme oder Fick, sei es egal, du beiße zu. Aber ich habe manchmal Pech. Manchmal mir eine Fick durch die Lappe gehe, ja? Na, nicht gut. Ja, gut, aber dann gibt es halt ein bisschen weniger zu essen. Aber im Endeffekt... Ja, natürlich hast du Spaß. Das macht ja auch bestimmt richtig Laune. Mal, besonders, du kannst da richtig dran lutschen, ne? Ja. Und leg dich glatt. Echt? Ist der richtig glatt? Die Tentakel sind alle richtig glatt, ja? Ja, ist mielig auch manchmal. Aber egal, wir machen es schön in Pfannelein und dann wir würzen ein bisschen. Machen ein bisschen. Ja, manchmal ein bisschen. Ja, ein bisschen Safer. Mit was würzt du denn da? Alles, was wir finden im Schrank. Alles, was ihr findet im Schrank. Am besten so noch Soße drüber oder so, ne? Ja, lecker Soße. Meine Schwester mag immer eine lecker Soße. Naja, dann flutscht das richtig schön, ne? Ich sag dir, ich hab eben eine abgeflutscht, das war schon... Den liebe ich jetzt schon, den liebe ich jetzt schon. Ah, herrlich. Das ist super geplatt, aber wir haben noch letztzeitig geschafft. Naja, klar, aber ihr müsst ja dann auch zwei Toiletten haben, ne? Na, wir teilen...
Einmal, ich hatte ganz schlimm, ich habe bei Enrico, unser Freund hieß Enrico, ich habe in seine Dusche gekackt. In die Dusche? Naja, gut, kannst du mindestens alles gleich wegwaschen, ne? Ja, kein Problem. Was hat er dazu gesagt? Ja, du kannst nicht in die Dusche reinkacken. Hallo, mag du da? Ja. Ich hab gesagt, halt deine Schnauze. Ja, da muss man dann hart durchgreifen. Kann doch passieren, Mensch, ne? Soll sich nicht so anstellen, man kann es ja sauber machen. Kein Problem. Okay, wir fahren weiter. Wir fahren nochmal vorwärts und rückwärts in eine andere Balluke. Ja, das können wir machen. Was gerade? Ja, gut. Noch ein bisschen Vorfalle. Ja, richtig. Dann wir alle wissen, wir. Ah, guck mal. Olga ist da. So, Marco, da ist jetzt ja. Rückwärts andere Paluke. Nochmal rückwärts eine andere, okay. Alter, nach dem müsste ich, dürfte ich keinen Führerschein haben, ey. Nein, nein, keine Bange. Ich musste ja erstmal auspacken, ohne was zu beschädigen, ne? Okay. Ja, genau. Auspacken ohne Beschädigung, Marco, ja? So. Alter, diese Autos sind furchtbar. So. Das ist fast, als wenn man Dingens fährt. Gerade, noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Platz dahinter. Alter, ich sehe nichts. Gut. So, du stehst gut, ja. Ja, der steht mal wirklich fast gut, Mensch. Ich sehe nur mein Auge, ist gerade. Okay, wir fahren. Warte, ich mache kurz mal. Ich guck mal in dieser Navi-Line, wo wir können noch hinfahren. Aber wir fahren nicht mehr weit, ja? Hallo, Maxel! Okay. So, aber wir fahren zu Luke. So. Okay, wollen wir mal los. Oh, warte mal, ich muss mal eben kurz was essen. Ja, ja. Ess du Luke, ja? Und du hast so einen Hubsemann gefunden hier? Gesehen hier? Nee, ich habe ja nur einen Mann bislang gesehen. Also ich bin vorhin gerade erst wieder eingereist und ich muss mal gucken. Ich habe die ganzen Männer noch gar nicht gesehen. Also das war der einzige jetzt, den ich gesehen hatte. Okay. Und deswegen muss ich mal gucken. Ihr seid sozusagen die ersten beiden Personen, denen ich in der Stadt begegnet bin. Fumige R, ja? Ja, doch. Warte mal, ich muss jetzt erstmal rum hier. Bisschen. Alle Wege voll nach Lohm. Lad dir Zeit, du findest schon Ausgang. Kein Slash. Dann haben wir noch, glaube ich, ein bisschen Linne. Guck mal, Luba. Ah, wir haben noch ein bisschen fast voll. Genau, bei Stop halten wir, ja? Ja, genau, das habe ich gesehen. Dieses Stoppschild habe ich nicht übersehen. Wir können aber auch weiterfahren, weil wir wollen ja nicht bis morgen stehen, ja? Ja, genau. Gut, so, da macht du gut. Ah. Erstmal hier runter. Hier ist kein Stoppschild. Ich hasse diese Stoppschilder. Normalerweise sehe ich die gar nicht. Ups, da lang. Up, komm. Ich kann nicht Auto fahren. Normalerweise dürfte ich definitiv. Ups, kein. Alter. Ja. So, richtige Seite hätten wir dann auch gerne. Aufpasse, Gegenverkehr können kommen, ja? Ja, aber hat ja geklappt. Scheiße, nicht rückwärts. Ja, Dick.
Hier ist kein Stoppschild, hier können wir drüber. Wir fahren nächste links. Nächste links. Wir machen ein bisschen anders. Okay. Eine Sache muss die Macke, muss ein bisschen aufpassen. Wir fahren geradeaus weiter. Weil ich muss eine weiter. Ach so, ja. Geradeaus. Wir fahren Lecklum. Lecklum. Lecklum ist rechts rum, ne? Weiter, weiter. An Ampel leckt. Ampel leckt. Okay. Bitte was sage, ja. Wir fahren die nächste leckt. Die nächste leckt. Hier ist, glaube ich, irgendwo auch wieder so ein Stoppdingen, oder? Okay, stopp, 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 stopp. Einmal zur Lugfahle. Ah, zur Lug, zur Lug. Ah, ich sehe nichts. So. Ein bisschen zur Lug. Zur Lug. Zur Lug. Zur Lug. Stopp. Stopp. So. Einmal, guck mal. Mach jetzt was, damit du nie vergisse, ja? Ach, das war das Stoppschild für diese Seite. Genau. Ich wusste, hier war irgendwo eins, aber ich hab's nicht gesehen. Aber du mach eine Sacke, damit du nie wieder vergisse, ja? Ja. Okay. Jetzt steigst du einmal auf. Und jetzt rennst du einmal dreimal um dieses Stoppschild los. Mach ich gerne. Da steht Stopp, 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 Stopp. Okay. Und jetzt wir fahren weiter. Wo lang? Okay. Alles klar. Weiter geht's. Oh, wir fahren hier links, gleich links. Hier? Ne, hier ist doch nichts. Links. Ja. Dann fahren wir links. Der hat noch so ein Ding, wette ich mit. Der hat noch so ein Teil. Okay. So, da fahren wir wieder leck. Ja, da darf ich. Dann fahren wir wieder leck. Er fährt da noch mal lang. Ah, so jetzt hier. Ja, wir bleiben auf dieses Klasse. Links, rechts? Hier bleiben oder andere Seite? Wir fahren weiter. Okay. Wir bleiben auf der leckten Spur bleiben. Meine Hand. Wir fahren links auf diese Parkplatz wieder drauf. Hier, stopp. So, Luke. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Gut, ein bisschen Leck drüber. Okay, dann einmal aussteige. Oh, ja, 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 ja. Siehst du, guck, keine Beule. Ja. Yeah. So, Moment, ich pack einmal ein Auto.
Fahrschule, ich, ey. Oh. Ja, ich habe wirklich Prüfungsangst. Ich besitze wirklich Prüfungsangst. Oh, herrlich. Okay, so, wir gehen einmal hoch, Billo, ja? Okay. Dann komm, mein Liebe, folge mir, ja? Aber gerne doch. Aber nicht pupsen. Nein, 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 alles lausern. War ich so schlimm, dass du so durchgeschwitzt bist jetzt, oder? Ich sollte Fahrschullehrer werden. Die würden sich nur kaputt lachen, ey. Aber da sitzt du ja nur daneben. So. Du kannst hier kurz warten. Ja, okay. Auch nicht schlecht. Ich muss mal eben hier diese ganze Scheiße auslucke und fertig bleibe. So. Kein Problem, ich habe Zeit. So. Ja. Okay, so. Besser, also du habe Bestande, ja? Oh, das ist gut. Okay, besser, aber nochmal ein bisschen, musst du ein bisschen geschmeidiger lernen, Fahle, ja? Nicht so slim, du hast gut gemacht. Nur aber keine Angst habe so viel, ja? Ja, ich muss ein bisschen üben. Das habe ich ja nun lange nicht gemacht, ne? Ein bisschen üben, nicht so viel im Gegenverkehr ein bisschen kommen, so ein bisschen gucken, aber sonst war gut. Stop sit nie vergesse. Nein, das werde ich niemals vergessen. Dann denke du immer, sonst komm Jumjum und sick dich gleich mal um Stop sit lum, ja? Ja, auf jeden Fall. Dann werde ich dich auch direkt anrufen, damit du da mich da drum rumschickst. Da musst du kommen. Da musst du dich hinstellen. Wir haben heute gelernt, deine Fühler sein. Wir haben gelernt, nie mehr alte Fick essen, was schon alter als 5 Tage ist. Dann du habe Probleme mit deinem Darm. Das haben wir gelernt. Du habe rückwärts gelernt, vorwärts gelernt, einpacke. Und du habe Stopsit gelernt, ne? So. Ja, genau. Und du habe keine Beule gemacht im Auto. Du hast mich sicher zur Toilette gebracht und sicher von Toilette wieder weggeblackt. So. Ich weiß nicht, wie dieses Size-Cooler-Sign jetzt kostet. Wir müssen Flaue zusammenhalten. Versteh du, ja? Ja. Gib mir 800 Dollar. Ich glaube, das ist viel billiger als normal. Okay. Die habe ich jetzt nun natürlich nicht. Da muss ich den anderen Herrn, der wollte das ja für mich bezahlen. Kein Problem, komm mal mit. Ich habe ja auch noch keinen Job hier in der Stadt. Ich muss mal gucken nach Arbeit und so. Du kannst mit Karte bezahlen. Warte. Habe ich 2100? Ah doch, warte mal. Nee, das kann ich bezahlen. Ha, warte. Ja, habe ich. Ja, kann ich dir so geben? Brauchst du dem nichts sagen? Ich muss Leistungsbleibe. Ah, okay. Sonst mein Chef denke, ich mag klaue Geld, ja? Nein, das darf natürlich nicht passieren. Nein, nein, nein. So, weil wenn ich Geld in meine Tasse habe, du dann schnell weg. Ja, dann gibt's Ärger oder so, ne? Ja, 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 ja. Okay, du einmal gucke, hier, wie viel du bezahlen musst und wofür du bezahle Geld. Bitte schön. Einmal gucken. Okay, 800. So, ja, alles super. Alles perfekt. Du bist ja richtig lieb. Vielen, vielen Dank. Du bezahle. Gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Halle vorsichtig, ja? Macke nicht so wilde Sause, ja? Nee. Und ich wünsche dir eine gute Start hier. Und wenn du Flagge hast, du kannst immer hier zu live und weiter kommen. Du kannst auch Social einlisten. Habt du schon Social? Da kenne ich mich alles noch gar nicht mit aus. Okay. Wir haben ein Social, da kannst du Sacke posten. Du kannst, du kannst Foto machen, du kannst die Foto hochladen, dann kannst du
Bilder von dir Macke. Du kannst da Auto verkaufen, Auto kaufen, Gebrauch. Du kannst viele Macke da. Aha, okay. Und wie komme ich da dran? Komm mal mit. Ich zeig dir, ja? Komm mit. Ja, das ist super. Komm, mein Liebe, komm mit. Die ist so süß. Ah, herrlich. Da freue ich mich ja schon auf Statastik, wenn der mal um die Ecke hüpft. Ruhe meistens in diese. Ah, scheiße. In diese Löcker von dieser Stupelein. Ja, die rutschen ein bisschen, ne? Ja, das ist scheiße. Musste die Sohlen, musste anrauen, dann geht's. Oh, warte kurz. Scheiße, ich habe was falsch gemacht, aber kein Problem. So, warte. Oh, super, danke schön für den Führerschein. Ja, ey. Okay, so, dann komm mit. Wir machen jetzt ein bisschen, aber du musst jetzt deinen Schnauze halten, ja? Ich schweige wie ein Grab. Ja. Sonst ich muss da deine irgendwas abschneiden. Aber guck mal, diese Dube da Mitarbeiter, ja? Und dann, ich sage, du brauchst eine Soße, du hast schon bezahlt, ja? Okay. Wir Flower halten zusammen, ja? Ja, okay. Aber du fährst weg in mir, halt deine Schnauze, ja? Ja, ich sag nix. Okay, ich kack auf deine Schuhe, komm. Ich stehe nicht auf Flecken auf meinen Schuhen. Also, wir dürfen nicht erzählen, was wir für den bezahlt haben. Ein hübsches Parfum. Gut, Lise. Oh, vielen Dank. Manche Männer hier auch diese Parfum habe hier vom Boss oder weiß nicht, aber Lumlaufe wie Hugo. Ja, die sehen dann aus wie so ein kleiner Straßenkater, ne? Ja. Da drehst du dich dann um und denkst dir, oh, schönes Parfüm, und was du dann siehst, ist dann sehr erschreckend. Ja. Na, Nico. Kopf wie Fick. Offen Managing Director. Hallo, ihr Hupse. Ups. Hola. Moin. Könnt ihr bitte eine Gefalle machen? Ja. Und ihr gebe Olga Soße? Die hat schon bezahlt. Soße. Ach, Social. Okay. Ja, schon bezahlt. Ja, bei mir hat es gegeben. Kann ich Magge. Okay. Dann du musst gut zuhören, ja? Was dieser Hupsemann dir sage, ja? Mach ich. Invitation. Generate new. Copy. So, haben Sie denn mal eine Telefonnummer für mich? Ja, toll, wo finde ich die denn? Ja, wo finde ich die genau? In Ihrem Telefon. Da. Also wenn Sie Ihr Telefon aufmachen und dann auf unten in die Mitte klicken, auf das Telefonbuch, dann steht da oben Ihre Telefonnummer. Wie mache ich das Telefon auf? F1, ne? So. In der Mitte. Wo ist hier meine Telefonnummer? Haben Sie es gefunden? Nein. Nee. Mal ganz ruhig. Die ist ein bisschen nervös. Die hatte heute viel. Ich hab meine Nummer gefunden, ja. Gesagt, das, wenn Sie es nicht finden, ich kann es nochmal sagen. Ja, habe ich gefunden. Das ist die, warte, 555. Olga, du hast gefunden? Ja, habe ich gefunden. Dann Olga. Die Dame, hallo. Olga. Wieso? Oh Gott, jetzt geht wieder nix. Scheiße.
Aber wir flauen manchmal nicht so multitaskfähig. Olga! Warte. Ja. Ich mach meine Nummer hier auf den Zettel. 555. Das wissen wir nicht, ich. 259259. Olga! 8188. 118. Irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich gerade Stimmprobleme. Irgendwie ist mein Hals gerade so irgendwie zugeschwollen. Aber ich habe meine Nummer trotzdem. Sehr gut. Okay, das hört sich doch wundertoll an. Das ist die 555 259 8118. Statistik! Gut, wieso habe ich da Probleme? 8118. Ich habe die Belegung über die Maus, dass ich nur spreche. Wie ist der Nachname? Trollinger. Okay. Du willst reden wie eine Olga, oder was, mein lieber Lennox? Ja. Was kommt jetzt? Den müssen sie dann in ihrem Internet aufmachen. Auf dem Handy oder auf dem Tablet? Einfach im Internet. Also ich habe jetzt gerade den Link geschickt auf über das SMS. Toll, wo ist der Link? Wie komme ich da hin? Können Sie sich da einfach rauskopieren und dann im normalen Internet dann aufrufen und Ihren Account damit erstellen. Okay. Werde ich auf jeden Fall machen. Toll. Dann das ist lustig. Wenn Sie dann eine E-Mail eingeben müssen, nicht dran. Nicht vergessen, die LS-Mail Adresse dann. Ah, okay, da muss ich die LS-Mail Adresse dann mit eingeben, ne? Genau, also wir haben hier so eine, wie kann ich sagen, eine Diktatur von E-Mail-System. Eine Diktatur? Ja, das ist tatsächlich ein E-Mail-System und die setzt sich sehr leicht. Statistik! Ich kann nicht reden, wenn ich das Handy aufhabe. Das E-Mail-System ist komisch, ich weiß. Aber wie gesagt, das ist einfach nur ihr Vorname, Punkt, Nachname und dann at lsmail.com. Also ah ja, die lsmail.com habe ich schon. Genau. Die hatte ich mal ganz, 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 ganz irgendwann gekriegt. Mhm. Das Passwort dafür haben Sie auch noch, oder? Ja, das stand in der Mail, steht in dieser SMS ja mit drin. So, mein Liebe, ich muss mal duschen, ich war eben ordentlich Kackemacke. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg, ja? Ja, ich danke dir vielmals. Hast du echt toll gemacht. Power habe, ja? Ja, auf jeden Fall, ne? Okay, wir halten zusammen. Ja. Hat die einen Bart? Hat die einen Bart? Dann viel Spaß und viel Spaß in der Werkstatt. Danke. Das war Frau Yum Yum. Wieso, was los? Alles gut, ich bin noch ein bisschen. Der macht dir Angst. Anstrengende Woche und. Anstrengende Woche und dann. Ja, okay. Dann ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, sie zu verstehen. Nee, das verstehen nicht nur, die Sprache ist ab und zu mal so ein bisschen. Ja, so ist das, wenn man nun nicht, ne? Naja, wenn man aus einem anderen Land stammt, ist das so, ne? Ja. Aber wenn Sie irgendwann, wenn Sie irgendwas brauchen, was live immer der technisch betrifft, einfach die 1010 anrufen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch meine Nummer geben. Dann können Sie mich auch gerne anrufen oder so. Dann. Ja, gerne. Gerne. Wer sind Sie denn? Ich bin der Koch. Max Koch. Ach, Max. Okay. Und die Nummer? Das wäre mal die 555. Ja. 997. Ja. 977. nicht so schlimm. Nach einem langen Tag ist man ein bisschen verwirrt. Genau, 555 977 6887.